Ihr fragt euch sicher, hattet ihr The Raven nicht bereits im Test? Einerseits ist es richtig, andererseits wurde nun auch das lang ersehnte zweite Kapitel freigeschaltet. Eines sei noch gesagt, wenn ihr The Raven bereits gekauft habt, dann müsst ihr das zweite Kapitel Wiege der Täuschung nicht nochmal extra kaufen, denn dieses wird automatisch in eurer Spielerbibliothek freigeschaltet. Ob The Raven auch im zweiten Kapitel Wiege der Täuschung überzeugen kann, erfahrt ihr jetzt im Review. Nach einem bitterbösen Cliffhanger im ersten Teil schlüpfen wir endlich wieder in die Rolle des alternden Schweizer Wachtmeister Anton Jakob Zellner. Unsere Mission ist klarer denn je. Wir müssen den Raben fangen. Doch diesmal läuft alles anders. Der Rabe fühlt sich in die Enge getrieben, er ist nervös und macht Fehler. Unsere Chance, das Ganze zu beenden. Bevor wir allerdings eingreifen und den Raben dingfest machen können, wechselt erstmalig auch die Perspektive des Spiels. Wir finden uns auf der anderen Seite, der bösen Seite, wieder. Wir erleben in unserem neuen Charakter, den wir aufgrund der Überraschung nicht näher nennen werden, bereits abgeschlossene Erlebnisse. Beispielsweise wiederholen wir die Zugfahrt, diesmal jedoch nicht mit der Absicht, den Fall zu lösen. Im zweiten Kapitel wird uns das bereits bekannte Interface zur Verfügung gestellt. Oben rechts wie gewohnt der Button für Hotspots und das bereits stark gefüllte Tagebuch, welches uns in kniffligen Situationen mit Hilfe zur Seite steht. Auch wieder mit dabei die Adventure Points, die allerdings auf 0 zurückgesetzt worden sind. Nun müsst ihr also erstmal Rätsel lösen, um euch ein paar zu verdienen. Nun aber zum Knackpunkt des ganzen Spiels, die Rätsel. Diese fallen diesmal etwas schwächer aus. Alle vorkommenden Rätsel, sei es nun Kombinationsrätsel oder Dialogrätsel, waren recht leicht und schnell zu lösen. Anders als noch im ersten Teil, bei dem wir noch etliche graue Zellen reanimieren mussten. Laut KingArt ist dies jedoch genau der Weg, um neue Spieler für das Genre zu begeistern. Denn im Gegensatz zum ersten Kapitel setzt KingArt mit Die Wiege der Täuschung auf die perfekte Mischung aus schnellem Gameplay und schön erzählter Story. Technisch hat sich im Grunde nichts getan. The Raven kommt immer noch mit einem charmanten und einladenden 60er Jahresstil daher. Einerseits gut, denn die Stärken des ersten Kapitels sind somit erhalten geblieben, andererseits sind so auch die altbekannten Macken wieder mit dabei. Zellner und auch der neue Charakter haben wie gehabt das Problem der Wegfindung. Klickt ihr einen bestimmten Gegenstand an oder möchtet mit einer gewissen Person reden, dürft ihr euch wieder mal auf etliche Rückendreher freuen. Ein grafisches Highlight sind diesmal die Lichteffekte. Im ersten Kapitel von The Raven, noch mehr oder minder vernachlässigt, widmet sich The Raven, Wiege der Täuschung, einen ganzen Part der Lichtspiele. Ein tolles Spiel ist nur dann toll, wenn der Gesamteindruck stimmt. Dazu gehört natürlich der Sound und dieser ist bereits wie im Vorgänger wirklich fantastisch. Altbekannte Synchronsprecher, die wirklich jedem zumindest einmal zu Ohren gekommen sind, sind auch mit bei Raven Wiege der Täuschung mit dabei. Sei es nun Peter Krüger, der den sympathischen Wachtmeister Zellner spricht. Wie ist die Akustik, Herr Kreuzer? Mäßig, wie bei einer großen Steinhalle nicht anders zu erwarten. Beeindruckend, nicht wahr? Tausende von Jahren alt und wunderschön. Das ist sie. Sie wurde vor über 50 Jahren bei Theben aus dem Sand gegraben. Ich war dabei. Oder der ehrgeizige Ermittler Nicolas Legrand. Erinnerst du dich noch, mein lieber Nico? Die Straßen waren regennass und von der Brauerei wehte der Geruch von heißem Malz zu uns herüber. Ein Hund bellte, bis dein Schuss den Unschuldigen traf. Danach war Stille. Kein Geräusch war zu hören. Nur meine leisen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Keine Stimme ist fehlbesetzt und überzeugt auf ganzer Linie. Falls es mal einen Moment der Ruhe gibt und ihr der musikalischen Untermalung lauschen könnt, werdet ihr schnell merken, auch diese ist wieder einmal perfekt in Szene gesetzt. Zu keinem Zeitpunkt nervig und manche Stücke haben wirklich Ohrwurmcharakter. Wir erinnern uns gerade wieder mal an das schicke Violinstück im Menü.
Einen ganzen Monat mussten wir hier warten, bis wir den unglaublich fiesen Cliffhanger endlich auflösen konnten. Das Warten hat sich jedoch gelohnt. Das Ermitteln macht nach wie vor riesigen Spaß und man verliert sich nach dem ersten Starten des Spiels direkt wieder in eben diesen. Auch wenn es diesmal mit knapp 3 Stunden nicht ganz so lang ist wie einst noch der erste Teil The Raven, das Auge der Things, hatten wir eine Menge Spaß, auch mal die andere Seite, die böse Seite im Spiel zu entdecken. Wir alle haben uns doch sicher bereits mal gefragt, wie konnte der Rabe den Brief im Tresorraum des Zuges deponieren? Das Rätselraten geht endlich weiter. Wer ist der Rabe wirklich? Hat er Komplizen und was will er mit dem Auge der Things? Diese Fragen und viele mehr bekommen wir endlich im zweiten Teil von The Raven, Wiege der Täuschung. Kingard hat mal wieder bewiesen, dass nicht nur Daedalic gute Adventures machen kann, sondern dass auch auf die Bremer Jungs Verlass ist. Nun heißt es wieder warten, denn das dritte Kapitel und somit das große Finale Mörder und Raben erscheint leider erst am 24. September. Uns brennt's bereits jetzt unter den Fingernägeln.